In diesem Video zeigen wir, wie ihr euch einen fantastischen veganen Trinkkakao zubereiten könnt. Folgende Zutaten benötigt mein 12-Jähriger, um diesen fantastischen veganen Trinkkakao zuzubereiten. Eine Art Kakaomasse. Wir verwenden Ritualkakao. Das ist also kein Kakaopulver, sondern Kakaomasse am Stück. Wir verwenden dafür diesen Kakao, Ritualkakao, herzöffnend. Ein wichtiges Gewürz für meinen Sohn bei der Zubereitung ist das Gewürz Mindful Bliss. Das beziehen wir auch dort, wo wir diesen Ritualkakao beziehen. Eine geniale Komposition. Ich kenne nicht mehr alle Zutaten. Auf alle Fälle ist dabei Kokosblütenzucker, Tonkabohne und rote Beete. Rote Beete klingt jetzt vielleicht nicht so lecker, aber es ist wirklich eines der besten Gewürze für süße Speisen, die ich jemals probiert habe. Pflanzenmilch. Wir verwenden einmal Hafermilch und einmal Erbsenmilch. Zimt, Vanille, Tonkabohne und für die Deko etwas Dattelsirup. Folgendes Zubehör benötigt mein 12-Jähriger, um diesen Trinkkakao zuzubereiten. Einen guten alten Emailletopf, ein kleines Holzbrett, ein scharfes Messer, einen Schneebesen und eine kleine Reibe für die Tonkabohne. Dazu noch einen Milchschäumer und Gläser für den Kakao, je nachdem, wie viele Portionen er zubereiten möchte. Alles ist jetzt vorbereitet und los geht's. Als nächstes portioniert er die Milch, also er nimmt die Hafermilch und schüttet sie erstmal in die Trinkgefäße, damit er ungefähr weiß, wie viel Hafermilch er für den Anfang warm machen möchte. Er lässt immer noch ein bisschen Platz im Glas, es kommt ja dann noch geschäumte Milch obendrauf und dafür brauchen wir dann die Erbsenmilch, die sich sehr gut schäumen lässt. Diese Milch kommt jetzt in diesen Emailletopf. In der Küche geht immer mal was daneben. Als nächstes wird ein Stück des Ritualkakaos kleingeschnitten. Welche Menge nimmt man da meistens so nach Gefühl? Ja. Nimmst du das ganze Stück? Nein. Also die Hälfte vielleicht davon oder ein Viertel. Wird jetzt mit einem Messer kleingeschnitten. Das ist wichtig, damit sich der Kakao dann gut in der Milch auflöst. Ein Teil des Kakaos ist jetzt schon klein geschnitten, der kommt dann gleich in die sehr warme Milch und schmilzt dann auch. Und dann schaut mein Sohn einfach, welche Farbe der Kakao hat. Und wenn er noch zu blass ist, schneidet er noch ein bisschen mehr Kakao. Wenn er schon braun ist, so eine gewisse Farbe, wo er genau weiß, das ist perfekt, dann reicht der Kakao. Noch ein bisschen umrühren, damit die Milch nicht anbrennt beim Erhitzen. Die Milch ist heiß genug, jetzt kommt der Kakao in die Milch. Mein Sohn meint gerade, die Farbe reicht nicht aus, also wird er jetzt noch ein bisschen Kakao schneiden. Der nächste Schwung Kakao kommt jetzt zur sehr warmen Hafermilch. Jetzt ist der Kakao perfekt, also die Mischung Kakao und Hafermilch ist jetzt für meinen Sohn perfekt. Weiter geht's. Bevor jetzt der Kakao in die Gläser gefüllt wird, gibt es jetzt noch ein paar Gewürze und zwar ein bisschen Vanille und Zimt. Nochmal schön verrühren.
Als nächstes wird eine kleine Menge Erbsenmilch nochmal im Topf warm gemacht, lauwarm, warm, die dann aufgeschäumt wird. Die Erbsenmilch ist jetzt schon ganz gut warm, jetzt wird noch etwas Tonga-Bohne hineingerieben. Und jetzt geht's ans Schäumen und dafür haben wir unseren Milchschäumer. Jetzt kommt die geschäumte Milch in die Gläser, schön portioniert. Sieht schon mal sehr gut aus. Wir sind aber noch nicht fertig. Jetzt kommt noch die Deko. Und als erstes reibt er Tonkabohne auf den Milchschaum. Dann gibt es das wundervolle Gewürz Mindful Bliss. Messerspitze. Eine gute Messerspitze, oh, sogar noch ein bisschen mehr auf jedes Getränk. Wirklich sehr lecker. Und zum Schluss Dattelsirup. Das sind 4 Portionen des leckeren veganen Trinkkakaos. Damit hat mein 12-Jähriger schon so manchen Besuch begeistert.